Verbunden, verbündet sind, oder? Was, die Leute da? Ja. Dort gibt es nochmal eine Diplomatieübersicht, da siehst du das, glaube ich. Also Ja. Diplomatie und dann links oben Diplomatieübersicht. Ja, dann sehe ich vielleicht einfach zu wenig von den Leuten momentan. Washington ist im Krieg. Ah, ich sehe nicht, mit wem Washington da. Oder warte mal, Weltpolitik? Washington im Krieg. Kelten, da steht nichts da. Weltpolitik, L3, Krieg mit Amerika, ist klar. Freunde, ihr. Ah, doch, doch. Also Diplomatie, dann Diplomatieübersicht und dann Weltpolitik. Und da siehst du jeden Einzelnen und was denn seine Freunde sind und mit wem er im Krieg ist. Ah, okay. Freunde, Und siehst zum ihr. Beispiel, Aha. du hast zwei Traditionen und drei Unabhängigkeit und ich habe. Okay, das sehe ich jetzt nicht, aber ich sehe dich auf jeden Fall. Und der Ah, der Washington hat zum Fortschritt, Beispiel ja. eine Tradition und fünf in Ehre. Das heißt, der ist auch auf Krieg aus. Ja, ist Amerika, ist ja klar. Ach ja, ich vergaß. Ja. Ich habe letztens das Bürgerkriegsszenario gespielt, was es hier gibt. Okay. Okay, Und? wohl, War was ist? lustig. Ja, das ist cool. Werkstatt plus 10%. Ach, du machst Metallguss, ne? Ich mache Metallguss gerade, genau. Mach ich mal öffentliche Verwaltung, dass wir mehr Food bekommen von den Bauernhöfen. Food. Sehr schön. Food, mehr Food. Ja, 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 die ja. Stadtstaaten müssen das auch sehen, weißt du? Kommst du mit diesen hier Artillerieeinheiten an und sowas, alles. Hast gerade zwei Stadtstaaten platt gemacht und die alle. Oh, ich bin freundlich. Sehr gut. Glaub das Ja, ruhig. behalten. Das ist der Fehler. Der will, dass ich Immer Reiter das baue, oder? Gleiche. Nee, ich habe minus 4. Wie soll ich denn Reiter bauen? Ich baue jetzt einen Markt hier. Junge. Junge. Du wartest bitte ab. Du stellst dich hier hin. Du stellst dich dahin. Du stellst dich Oh, dahin. Amerika kommt schon wieder. Ja, kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Halt, warte mal. Du Katapult baust dich schon mal auf. Du wartest. Du Siedler baust. Siedle ich das dahin mit dem? Eins, zwei, drei. Kann ich da überhaupt hinbauen? Oder nehme ich mal Ressourcen weg? Eins, zwei, drei. Eigentlich ist es blöd, dahin zu siedeln. Nee, ich siedle mal mehr zentraler. Irgendwo so hier hin. Wo siehst du denn rum? Ich wollte zwischen meine Städte noch eine Stadt bauen. Ich Ah, okay. habe überlegt, ob ich zwei baue. Also eine so zwischen Tokio und Kyoto. Und eine noch weiter. Und eine links neben Satsuma. Aber wenn die Aber da würden sie größer sich auch werden, wenn die. gegenseitig Zeug wegnehmen. Das ist Ich irgendwie wollte noch gerade sagen, wenn blöd. die Größe 10 sind oder so, dann haben die vielleicht schon Ah, einiges an genau. Gebiet, ne? Das ist irgendwie blöd. Erstmal Valletta, ist auch ein Stadtstaat. Ja. Ist auch ein Stadtstaat. Ich weiß auch nicht, ich finde fast die 10, wir haben jetzt 10 drin, oder? Wir Ich haben finde sie jetzt fast zu 10 viel. Stadtstaaten und 8 Zivilisationen. Aber die nehmen schon viel Platz weg irgendwie. Die Ja, sind du nur kannst sie da. erobern. Ja. Ja. Ich hab kein Geld. Ist kein Geld. Ich mache auch Minus jetzt. Ist nicht so schön. Habe ich jetzt gerade 39 gesammelt, das bin ich leider wieder minus. Aber dafür bin ich Zufriedenheit im Ich habe Plus. Räucherwerk erworben. Wo denn her? Keine Kyoto Ahnung. freut sich, weil ich Räucherwerk habe. Wo habe ich denn gerade Räucherwerk bekommen? Hast du vielleicht gerade irgendwo eine Straße gebaut zu einer Stadt und deswegen hast du jetzt Räucherwerk? Ich suche gerade überhaupt, wo ich Räucherwerk habe. Warte mal, ich habe hier eine Ressourcenübersicht. Räucherwerk. Ah, da kann ich draufklicken, das Unten ist doch blöd. in Satsuma hast du Räucherwerk. What? Du hast recht, aber Unten ich habe da rechts. keine Verbindung dazu. Cool. Ich habe keine Straßenverbindung von Satsuma zu Kyoto. Kyoto hat aber gerade, ist glücklich darüber. Also brauchst du Komisch. keine Straßenverbindung. Du musst nur modernisiert sein. Also eigentlich schon, weil du kannst auch irgendwann mal einen Hafen bauen und der Hafen macht dann nämlich eine Wasserstraße auf. Und ich habe dann immer nämlich über die Kontinente eine Wasserstraße quasi gemacht. Also die ist halt dann einfach da, die Wasserstraße. Ja. Und dann hat es überall geklingelt 10 Mal. Von wegen, hey, alle sind jetzt glücklich und hurra, Aber guck hurra. mal, hier hat keine Stadt und hat gerade gemeldet, Kyoto ist glücklich über Anwendung Ja, von das ist Räucherwerk. interessant irgendwie. Keine Ahnung, warum das war. Oh. Ah, wo baue ich denn jetzt noch irgendwas hin? Ja, da unten weiter. Hilft ja nichts. Das. So, Bautrupp, du gehst jetzt wieder da runter, bitte. Und du gehst dich heilen. Die Märkte müssen sich bei mir alle mal bauen, ey. Ich baue in fast jeder Stadt jetzt einen Markt, wie es ausschaut. Na, da baue ich noch ein Kolosseum, mal gut. Jetzt bin ich wieder bei. Jetzt bin ich wieder Unzufriedenheit. Das ist doch Mist, hä? Ist doch Und Mist, ey. Kack, ey. Kack, kack, kack. So Und da eine oben. Scheiße. Ah, ich halt nur. Ich habe total. Die Städte sind total schlecht gesetzt bei mir. Bei Aber dir? richtig. Ja, voll. Weil oben zum Beispiel meine Heliopolis, da ist halt null irgendwas mit Produktion.
Und das tut richtig weh gerade. Okay. So, sind jetzt mal alle in Position, ne? Noch nicht, wie es ausschaut. Ich werde jetzt mal hier den dahinter schicken. Kann ich den noch ein Stück weiter schicken? Ne, kann ich nicht. Da bringe ich den schon mal in Stellung hier, wenn möglich. Du wartest. Du wartest. Ah, baue ich den jetzt dahin oder noch weiter hoch? Nicht, baue den dahin. Paff. Funktion wählen, Monument. Einer benötigt Befehle. Du bleibst da. Nächste Runde. Dum, 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 dum. Kathmandu. Du stirbst jetzt. Kathmandu, du bist des Todes. Kathmandu. Kathmandu, sagst du. So, die Amis laufen mir gerade wunderschön in meine Stadt rein. Kommt her! Der will eine Bibliothek bauen. Ja, machen wir mal, komm. Leitwagen, du baust den auch eine Bibliothek haben, alter Schwede. Ja, ich müsste eigentlich welche bauen. Ich bin ja hier der Erforscher, aber in Städten geht's allen so schlecht. Ich werde meine Triere bauen, ein bisschen erforschen am See. Ne? Was ich gerade verstehe, ich habe doch gerade die Forschung Drama fertig gemacht. Stand da nicht drin, man kann irgendwie neue Gebäude bauen? Warum sehe ich die denn nicht? Weiß ich nicht. Anzahl Markt, benötigt noch 3 Orakel? Gibt's schon? Ach, das gibt's alle schon. Hä? Benötigt 3? Ach so, okay, verstehe. Verstehe. Ja, ich würde nämlich gerne meine Zufriedenheit steigern, aber ich habe halt nichts, wo ich noch machen könnte. Das ist so kacke. Schrein. Wir bauen halt einen Schrein, ist mir auch recht. Ne, wir bauen was anderes. Wir bauen. Pass auf. Pass auf. Obacht. Passen Sie auf. Obacht. Obacht. Aber wenn ich eine neue Stadt gründe, habe ich wieder mehr Unzufriedenheit, ne? Ja. Ich glaube, 2 Unzufrieden oder sowas bei einer neuen Stadt. Ja, 12 durch Anzahl von Städte, 20 durch die Bevölkerung und 2 durch Spezialisten. So, und wie wirke ich entgegen? Ich müsste die Städte verbinden, weil dann kriege ich jedes Mal Plus. Aber das kostet Geld, dass ich nicht trabe. Pass auf, dass Warschau dich nicht angreift. Das ist nämlich schon zornig, ne? Rechts ja. Unter dir. Ja. Wenn sie angreifen, bin ich eben Arsch, so ungefähr. Aber ich könnte mal... Ja, wenn ich wieder... Was kostet denn eine Einheit Unterhalt? Steht das eigentlich irgendwo? Steht immer da. Was die Unterhalt kostet. Echt? Wo? Wenn du eine Einheit baust, siehst du das. Steht Kosten, Züge, Stärke. Ah, stimmt. Na, mach mal Rechtsklick drauf. Siehst du das? Hey, die machen keine Unterhalt, oder? Ach, man kann einen Rechtsklick drauf machen. Cool. Ja, auf jeden Fall. Wieder was gelernt. Da werde ich im Skype angeschrieben. Nein, Mama. Aber irgendwie steht da nirgendwo da von wegen Unterhalt. Ja? Das steht hier nirgendwo da. Das steht nicht da. Nee, stimmt. Ist doch shitty. Kannst du nur auf das Geld gehen und gucken. Ich meine, was steht da? 21 Einheiten für Einheiten. 21 Gold habe ich da. Ich gucke jetzt mal, wie viele Einheiten ich habe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Einheiten habe ich. Kosten Bautrupps vielleicht sogar was? Ich habe keine Ahnung. Muss echt überlegen. Ich meine, es gibt ja sogar eine Militärübersicht hier, geil. Grundversorgung 5. Durch Schwierigkeitsgrad festgelegt, krass. Städte 11, Bevölkerung 15. Katapult. Aha. Ich sehe nur wohl den Unterhalt von denen. Na, egal. Na, dann halt nicht. Vielleicht kosten die auch gar keine Unterhalteinheiten. Wer weiß. Ah, was steht denn da? Ja, muss ja. Die haben jetzt immer was gekostet. Ja. So, jetzt ist natürlich blöd. Jetzt ist mein Siedler da. Und wo setze ich den jetzt hin? Würden gerne da ganz raufsetzen, glaube ich. Aber da... Ach, ich setze da jetzt rauf. Komm, hopp, rauf mit dir. Was soll's, nicht wahr? So, Theben, was baust denn du Schönes jetzt? Stadtmauern, Kaserne, Leuchtturm. Einheit benötigt Befehle. Alles fuck. Du baust bitte eine Straßenbau. Werkstatt wäre toll, aber kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Das ist krass, wie wenig Valletta hier ausgebaut ist. Der Stadtstaat über mir, ja, der hat quasi eine Grenze, die ist direkt an der Stadt, liegt die dran. Das geht doch gar nicht. Normal sind die Städte doch immer um eins um die Stadt herum, also die Grenze. Eigentlich schon, ja. Ja. Komisch. Müsste eigentlich. So, ihr habt den Metallguss entdeckt, das ist sehr schön. Jetzt erledige ich erstmal die Physik, damit ich die Triebwerke bauen kann. Bräuchte Pferde. Ja, schön, du hast Metallguss und baust Triebwerke, ja. Ich verbinde irgendwie Triebwerk mit frühestes Mittelalter, wenn überhaupt, ja. Wohl wahr, ja, wohl naja. Wahr. Aber wir sind schon 77 nach Christus. Ah ja, dann Happy Birthday, ne?
Euler, Jesus. Jesus. Oder wer auch immer da geboren ist, ich habe doch keine Ahnung. Ich darf eine freie Sozialpolitik benutzen, weil ich wahrscheinlich irgendwas gebaut habe, ne? Ja, dein Orakel oder wie war das? Nee. Ja, irgendwie sowas. So, was kann ich angreifen? Jetzt ist das schon wieder. Ich muss dieses Barbarenlager dringendst ausmerzen. Hey. Apropos ausmerzen, wo ist denn mein. Ach, da ist er. So, das heißt, ihr schießt jetzt freudig damit drauf. Ja, du hast ein Orakel gebaut, richtig, ja. Ja. Die sind zornig, Warschau. Man muss sie leider platt machen. Schade eigentlich. Ich bin schon nicht, Mama. Egal. Am Arsch. Richtig. Ja, ich weiß bloß nicht, ob mich die Unterhaltskosten der militärischen Einheiten, die ich zur Vernichtung dieses Stadtstaates brauche, nicht selber vernichten. Oder so. Nicht selber vernichten. Sehr gut. Ach, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, na, abwarten. So, verschanzen bis zum Wachstum hier. Nächste Runde. Ich habe das meine Katapulte bei Kathmandu in Stellung gebracht. Geil, der regeneriert sogar, während er im Feindgebiet ist. Das ist geil. Nice. Schön. Er wird wahrscheinlich mehr regenerieren, wenn er im Freund. Was, der kann nicht über die. Ja. Oh, der kann nicht über die Berge drüber schießen, das ist nicht dein Ernst. Der doch auch nicht, oder? Das ist immer ein bisschen assi, ich weiß. Einheiten können über die Berge nicht drüber schießen, ja. Also die können drüber schießen, aber die kriegen dadurch ein Feld abgezogen quasi. Nee, das Schießen geht eigentlich unabhängig, aber du musst das Ziel in Sicht haben. Nee, das habe ich in Sicht, aber ich kann trotzdem nicht. Ich hätte jetzt hier unten voll in Sicht, ja, überall drumherum, ja, aber mein Katapult stand hinter einer Bergkette, aber zwei Felder entfernt und ich konnte nur ein Feld Richtung Berg schießen. Ja, okay, weil ich glaube, also könnte sein, also bei der Artillerie und so weiter, glaube ich, hat das nichts mehr ausgemacht dann. Ja, genau. Aber ich könnte mich irren. So, Kriegsstreitwagen. So, So. Du fährst jetzt darauf, bitte. Ich habe überhaupt keine Streitwagen gebaut. Ich habe einen großen General, meinen zweiten großen General gemacht, sehr gut. Cool. Brauchst du irgendwie Unterstützung Militäreinheiten? Nee, brauchst du nicht. Ja, ich werde jetzt mal Warschau unten halt. Nee, also im General nicht, nein. General ist eigentlich mal geil, aber diese Funktion von dem, so eine Burg zu bauen, finde ich immer total sinnlos. So eine Zitadelle oder was ist das? Ja, also ich habe sie einmal gebaut und sie hat halt ungefähr nichts gebracht bei mir. Was cool ist, dass damit verbreitest du dein Gebiet. Ja, das ist ganz geil. Echt? Cool. Ja. Okay. Ihr habt die öffentliche Verwaltung entdeckt. Sehr gut. Ja. Du kannst jetzt Chichen Itza bauen, was schon jemand anders gebaut hat. Supi, das ist schön. Glückwunsch. Oh, jetzt können wir aber Amphitheater bauen. Das ist gut, da gibt es Kultur und Künstlerplatz. Ja, Kultur, ich baue es mit in der Bibliothek. Habe ich denn am Mark plus 2? Der will nicht den Runden bauen. Gedückt. Okay. Es hilft nichts. Der baut eine Schule so. Auf jeden Fall. Was bauen wir denn noch? Bildungswesen. Ermöglicht Forschungsabkommen. Modisierung Fischerboote um 1 erhöht. Jetzt fast egal, was wir forschen, ne? Alabama, bringt auch nichts. Ritter interessieren mich nicht. Maschinen, Physik, Stahl, das darfst du machen. Kompass. Modisierung Fischerboote. Oh, das nehme ich. Ich mach mal Theologie und danach den Kompass. Ja. So, da bauen wir einen Bauernhof hin. Der große General ist immer noch da, ne? Das ist scheiße. Fest. Oh, meine Triere ist da. Ich mach mal erkunden automatisch. Oh, da ist schon der erste Stadtstaat. Kauiga, sind schon mal zornig. Das, was immer blöd ist, beim automatischen Erkunden, die gehen gnadenlos durch die Stadtstaaten durch und machen die damit zornig, die Leute, die Einheiten. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, machst du nichts. Oh, Valletta ist mittlerweile auch ganz schön zornig auf mich. Krass. So, Bahnlage gehört mir. Endlich. Mit mir? Wer? Wo, was? Valletta, weil die so ein Schwarzsymbol haben. Keine Ahnung. Die haben alle so ein komisches Symbol hier. Keiner mag dich, haha. Ach, das ist wahrscheinlich was die. Ach, Valletta ist kriegerisch. Kahuika ist wahrscheinlich irgendwie handlerisch, weil Kathmandu, was ich gerade angreife, hat so ein Politiksymbol dran, neben dem Namen. Okay. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber. Vielleicht ist das irgendwie die Grundeinstellung oder so. Weiß ich nicht. Patronat. Ja, bringt denn das irgendwas? Das, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Stadtstaaten, Position, Einfluss, interessiert mich nicht. Interessiert mich alles nicht. Industriezeitalter brauchen wir noch ein bisschen, ne? Ich habe eine Stadt, eine Straßenverbindung gebaut. Produktion wählen. Schmiede.
Produktion wählen. Der will Amphitheater haben, na gut. Gebe ich ihm. Klick, klick, klick. Einheitenbeförderung, das ist geil. Landesposten. Wen haben wir? Ach, der Kompositbogenschütze. In offenem Gelände. Helopolis. Oh, da geht's ja eigentlich. Helopolis geht super da oben. Politik einführen. Oh, ich habe Ehre fertig. Und jetzt kriege ich Gold für jede getötete Feindeinheit. Geil. Damn it. Ich will auch. So, du machst Straße zu Modus nach. Untergehen. Da. Du, mein Freund, du schießt nach da und du schießt nach da und du schießt nach da. Oh, ich habe meine erste große Persönlichkeit. Hurra! Yay! Stadt eingenommen, annektieren. Oh, von plus 3 auf minus 7. Jetzt hassen dich alle. Lala. Jetzt hassen sie mich. Jetzt ist Krieg. Ah, so, wo bauen wir den Ingenieur hin? Wir haben hier 12 Produktionen. Wir haben hier drüben... Nein, 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 komm zurück. Auch 12. Ich bin schon wieder bei minus 5 Geld. Warum habe ich denn jetzt wieder minus? Wie blöd. Ich bin jetzt wieder bei plus 4 Geld und minus 7. Es wechselt immer bei mir. Ganz raff ist ja nicht, gebe ich zu, ne? Ah ja, ah ja. Ah ja, da, Details, ich weiß. Auf jeden Fall läuft. Aggressive Expansion läuft. So, ja, bei mir irgendwie nicht. Vielleicht sollst du auch mal eine oder zwei Stadtstaaten bei dir vernichten. Ja, ich bin gerade dabei. Ich baue gerade einen Katapult. Ach, deswegen wahrscheinlich habe ich jetzt. Du brauchst auf jeden Fall 2 Katapulte, empfehle ich dir, und mindestens 2 Nahkampfeinheiten. Der Rest ist eigentlich egal. So, Katapult. Ja, ich kann es mir nicht leisten. Ich greife mit einem Katapult an, das muss reichen. Na, das dauert aber lange. Halt, und du musst dabei auch eine Nahkampfeinheit vor der Stadt stehen haben, damit die das ganze Feuer auf sich zieht. Ja, aber bis ich die irgendwie mal halbwegs kaputt gemacht habe. Ja, aber die schießen auf den Katapult, dann geht der Katapult kaputt. Ja, das ziehe ich wieder zurück. Da machen wir jetzt ein langes Spiel draus. Wir haben ja Zeit. Vielleicht kann ich mir. Die regenerieren ja aber ihre Punkte. Ja, die Städte, ich weiß schon. Ich glaube, die regenerieren vor allen Dingen, glaube ich, schneller, als ich sie vernichten kann. Na, deswegen brauchst du 2 Katapulte. Ja. Schrein. Oh, kann das sein, dass ich einen Schrein brauche, um ein Amphitheater zu bauen? Ist das typisch? Das ist so. Valette hat mir den Krieg erklärt. Top. Da habe ich ja nur eine Straße vorbeigebaut an dem Scheißding. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich meine ganzen Kriegseinheiten nach hoch verschieben oder was? Oder wie oder wer? Oder rum? Oder was? Oder überhaupt? Was machen wir denn mit euch? Das Kupfer. Du, mein Freund, machst eine. Oh, was machst du? Nee, Gerichtsgebäude ist okay. Valletta. Ah, die sind ja weit weg. Die sind ja weit toll, weg. Toll, unter Kathmandu ist es zu Ende. Wo kam der verdammte Washington her? Nächste Frage. Ja, jetzt werde ich als nächstes Valletta einnehmen, weil sie mir den Krieg erklärt haben. Haben sie einfach mal verschissen, würde ich sagen, ne? Wohl wahr. Aber schon ewig viele Städte, hey, Wahnsinn. Du ziehst mit den Punkten weg, wie... Blöd. Ja, Einheiten. Also einnehmen, meine ich. Die Städte. Ja, guck mal, Tyrus bei dir oben macht ja auch bald einen Krieg. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Stadtstaaten sind alle böse auf uns, weil ich die ganze Zeit die vernichte. Und ich muss drunter leiden. Nee, mich wundert es echt blöd, dass ich meine Economy nicht so richtig zum Laufen bekomme. Weil du mich gefragt hast, das ist so, dass die Zufriedenheitsgebäude bauen sich alle aufeinander auf. Das ist aber auch normal so. Ja. Das ist schon klar, aber... Nee, mich wundert so irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Der läuft immer halt bei dir rum, der komische Sperrtüter. Ja, der wartet, glaube ich, dass ich das Kupferzeug hole. Ich weiß auch nicht, der spekuliert wahrscheinlich drauf. Das und will dann geholt, das Kupferzeug. Blöd wäre nur, wenn er jetzt dazwischen eine Stadt baut, ne? Zwischen uns. Meinst ja, du, das glaube ich... Würde wahrscheinlich nicht bringen, aber... Können ja passieren. Nee. The Great Barrier Reef wurde entdeckt. Alles, was du, ne? Mit deinem... Nee. War ich das? Ne? Vatikanstaat. Ach, mit meiner Triere. Klar, war ich. Ja. Great Barrier Reef, zufrieden gesteigert, saugeil. Wer ist denn hier oben eigentlich? Vatikanstaat, okay. Ich habe immer noch nicht den... Wo ist denn Washington nur? Der will uns hart verarschen, glaube ich. Aber hier sind links und rechts sind bestimmt noch große Kontinente, da liegen die wahrscheinlich drauf. Da müsste der ja aber schon mit Wassern zu uns gekommen sein. Und so hatten wir noch nicht Wassern. Doch, die waren noch relativ zügig, oder? Mit dem Wasser. Ja. Ist der da rübergekommen und hat gleich erforscht, sagst du? Aber ich sehe auch hier nirgendwo...